Es wird wieder ein bisschen getestet. Heute sind wir im Heidepark Resort und wir schnabulieren uns jetzt einmal durch den Park. Wenn euch das gefällt, lasst einen Daumen nach oben da. Falls ihr nur dabei seid, lasst gerne ein Abo da, weil 2 Millionen Abonnenten, ich krieg den Game-Kanal von Julian Bam, ihr wisst es hoffentlich. Also, lasst uns reinschauen, lasst uns das Essensangebot abchecken und ordentlich das Bäuchlein vollschlagen. Und jetzt gehe ich rein. Da ist eine Wespe? Es ist Winter! Und am Eingang sind immer die guten Sachen, weil wir fangen ja früh morgens an und dementsprechend gibt es erst einen Kaffee und dann haben wir hier noch einen Nutella-Croissant. Und es ist genau das, was ich jetzt brauche. Oh, das sind die guten, die kommen noch frisch aus dem Ofen. Hier wird nämlich die ganze Zeit noch frisch gebacken. Das ist wirklich, deine Eltern sind im Skiurlaub oder so. Und du bist alleine zu Hause und weißt jetzt, wie der Backofen geht, weil du, keine Ahnung, 11 bist. Also es ist wirklich ein verbotenes Frühstück. Das ist bei mir eine 4,5, bin ich ganz ehrlich, weil das einfach sehr gut ist. Jetzt noch ein Cappuccino dazu. Haben wir gerade schon gesagt, bei uns im Hotel, sind momentan noch in Hamburg nebenbei, kriegen wir für den gleichen Preis ungefähr die Hälfte. Das hier hat mich von der Menge her sowieso schon überzeugt. Und ansonsten ist es auch ein guter Kaffee, um in den Tag zu starten. Kaffee bewerte ich nicht, das ist Quatsch, da kommen wir aus der Maschine. Das aber lecker. Und jetzt kommt noch viel mehr und viel weiteres, denn es wird sich durchschnabuliert. Was zum Schießen. Ich wollte jetzt einen Euro. Hast du einen Euro noch? Hier sind meine Kollegen fürs Shootout. Wir benennen die mal ganz kurz, weil die Schießsequenz. Das hier, Pimp McGisek. Da hinten, der eine von LMFAO. Das ist Dieter. Dann haben wir noch den einen Kollegen. Ja, das ist Revis Zukunft. Ja. Ich mach mal hier rein. Da steht 10 Punkte. Okay, da ist jetzt ein Euro drin und das ist nichts passiert. Da steht auch nicht Spiele. Ich weiß auch nicht, wie viel es kostet. Achso, mein Euro ist durchgeflutscht. Warte. Den hier. Ja, verbleibende Schüsse 20 Stück. Also gar kein Zeitlimit. Okay. Wenn man spocken muss er spocken. Hab ich dich ein bisschen bestritt, das recht wieder auf. Was hat er gesagt? Ich hab's nicht verstanden. Steffen Halaschka ist da. Ich habe einen umgekippt. Was passiert bei Udo? Dass wir dich wohl lernen, dann zu schießen, wenn jemand sich ausruht, ist schon in Ordnung, Alter. Das recht wieder auf. Warum sind die alle Holländer? Ich mach einfach aus der Hüfte jetzt. Okay, das war daneben. Das wächst wieder auf. Dass wir dich wohl lernen, dann so schießen, wenn jemand sich ausruht. Ich finde es eine Top-Experience. Gibt bei mir eine 10 von 10. Perfekt. Wir sind übrigens zur Halloween-Aktion hier. Das heißt, es gibt auch noch ein paar besondere Sachen, die hier aufgebaut sind. Unter anderem ein kleiner Mittelaltermarkt. Und hier gibt es auch Quarkbällchen und Apfelküchlein. Und dann kommt auch schon direkt das Wirtshaus vom Admiral. Wirtshaus kriegst du mich mit. Das muss natürlich ein großes Thema für mich sein. Da sind gerade frische Quarkbällchen in der Mache. Und im Hintergrund seht ihr schon diesen wunderbaren Park, der sich da entfaltet. Da werden wir natürlich auch noch ein bisschen was von machen. Moin Werner. Quarkbällchen erhalten. Es wird fantastisch und es wird lecker. Frisch aus der Fritteuse. Das heißt, wenn das jetzt hier aufplatzt mit heißem Fett in meinem Mund, dann habt ihr was davon und ich auch. Super heiß, zuckrig und lecker. Ich habe so lange keine Quarkbällchen mehr gegessen. Ich muss ganz ehrlich sagen, es ist für mich eine positive Überraschung. Das schmeckt für mich wie Ferien. Windbeutel. Das ist das nächste Upgrade. Windbeutel ist immer extrem gut. Quarkbällchen mit ein bisschen Zucker drüber gibt nochmal den richtigen Kick für den Tag. Ich sag hier, eine ganz entspannte. Ist natürlich auch sehr warm und lecker. Das sind 4 von 5 von mir. Ich brauche noch einen Dip oder so, dann würde es mehr eskalieren. Ich sehe, da gibt es noch mehr. Lass uns da hin. Wenn ein mittelalter-thematisches Ding, Markt, ein Mittelalter-Markt nennt ihr es, ne, aufgebaut ist, helfen natürlich Bärenwein nämlich viel. Man kennt sich, man liebt sich von den diversen MPS-Geschichten. Ich habe jetzt Dattelcreme, Likör mit Balsamico hier. Es ist 10.48 Uhr. Es ist ein 5. Shot.
Hey, das ist ja echt übel geil. Es liest sich aber so komisch. Es hört sich ein bisschen an wie so ein Salatdressing. Ja, sehr lecker. Aber Beerenweine natürlich wie immer 5 von 5, ist klar, ne? Das müssen wir volle Punktzahl geben, weil ansonsten wäre es nicht fair. Darf ich eine Sache noch probieren? Ist das okay? Darf ich das Melonenthema probieren? Das schmeckt melonig lecker. Ich finde es auch gut untermalt von der natürlichen Heidepark-Musik, die hier kommt. Dass es so ein kleiner Spannungseffekt ist, was passieren wird, wenn er jetzt immer noch mal einen weiter trinkt. Ey. Linkes Auge schon blind. Gucken wir mal. Okay, wenn wir von den Likören weggehen und nach drüben zum Wein. Was sagst du von den Weinen neben den Likören? Was ist bei dir gut? Das ist sehr lecker. Möchte noch jemand mal probieren? Möchtest du mal probieren? Du arbeitest? Ich auch. Der war wirklich sehr gut. Also Honigkirsche sind ein Traum. Whisky auch noch. Whisky Met. Wenn ich darf, dann koste ich hier so viel, ich darf. Ja, wirkt langsam. Sieht so aus, als wenn da hinten mein Untergang und mein Henker kommt. Moin Helmut. Es wird würzhausig. Es hat geöffnet, gerade frisch. Es ist genau 11 Uhr jetzt nach dem Bärenwein. Ich musste nur 4 Meter gehen. Da waren die Bärenweine. Hier ist das Wirtshaus. Es gibt eine Selbstbedienung und gerade müsste alles natürlich dann frisch hingekommen sein. Deswegen gucken wir uns das direkt mal an und machen uns ein kleines Plättchen. Dann haben wir auch ein bisschen was im Bauch jetzt, ne? Komm mit. Ey, das ist schon cool, ne? Aber ich will jetzt halt keinen Radler trinken, nur damit ich das aussessen. Wie ist das Praktikum so bei uns? Ist gut, ja? Okay. Radler oder ein Bier? Ein Radler. Ich habe das nur in Amerika gesehen bis jetzt. Okay, bist du bereit? Ich bin bereit. Und? Achso, oh. Nee, das hat selber aufge... Hat gut geklappt. Also, hab ich richtig gemacht. Ich sitze am Tisch, direkt neben meiner Familie. Friedhelm. Ja, der Tisch wackelt ein bisschen, aber das ist normal, das ist gut, damit man so eine richtige Wirtshausatmosphäre kriegt. Ich habe ein großes Wässerchen mir geholt. Celine ist schon bei ihrem dritten Radler jetzt, das ist aber ganz normal. Praktikum Celine, let's go. Wir haben zugeschlagen. Ich habe ein Schnitzel, ich habe Salzkartoffelchen dazu genommen und eine schöne Champignon-Rahm. Und dazu haben wir uns noch eine Kinderportion Käsespätzle geholt. Also, großes Kind. Aha, schon ganz schön ordentlich. Machen wir einmal den hier. Erstmal mit ein bisschen Champignon, ja? Ich mache einmal das Totale, also das Gericht, was ich mir selber zusammengestellt habe. Ich muss eine Sache dazu sagen, du musst jetzt vielleicht weghören. Ich habe die Schnitzel gesehen, die sind tiefgefroren. Das ist natürlich ein Convenience-Produkt, weil man hier viele Leute gleichzeitig versorgen muss. Man sieht das auch in der Größe von diesem riesigen Wirtshaus. Es schmeckt aber lecker. Dennoch natürlich gegen ein frisch gemachtes Schnitzel schwierig. Champignonsauce auch sehr lecker. Muss ich sagen, ich bin auch ein bisschen so Sucker für Produkte, die so fix und flott gehen müssen. Nichtsdestotrotz muss man natürlich fair bleiben in so einer Bewertung. Quarkbällchen zum Beispiel auch gerade frischer Teig gerührt und alles mögliche drumherum gemacht. Ich gehe hier eher für die Richtung 3-2. Ich glaube, das ist hier ganz fair. Kartoffelchen auch lecker, kann man gut essen, würde ich sagen. Aber bis dato habe ich natürlich auch durch die Aktion mit dem Mittelaltermarkt hier schon ein paar coolere Sachen gesehen. Aber wir sind ja noch lange nicht am Ende. Das ist ja auch für euch, um ein paar Tipps und Tricks abzustauben, damit man auch bei einem freien Tag ein tolles Erlebnis hat, wenn man so durchgeschüttelt wird. Weißt du, Kolossus oder so ist ja Pflichtprogramm. Ey, ich finde es so schade, wir haben Stefan und John noch nicht gesehen, ne? Wir sind ein bisschen traurig gerade, aber wir hoffen so ein bisschen. Aber nur Niedersachsen hat Ferien, Bremen nicht. Grüße gehen raus auf jeden Fall, Jungs, ne? Mein Kater ist großer Fan. Der zeigt euch das mal kurz. Einmal kurz kleine Spätzle. Die sehen wirklich gut aus. Spätzle kriegt man auch immer ganz gut warm gehalten. Röstzwiebelchen darüber. Haben jetzt Nina und Celine sich noch dazu geholt, damit Celine nicht gleich komplett. Sehr gut, sehr lecker. Würde sogar sagen, das ist leckerer als das hier. Und wenn das eine Kinderportion ist, würde ich auch sagen, das ist der kleine Cheat hier. Kinderportion Käsespätzle. Tut es auf jeden Fall sehr gut. 3,7. Das ist, glaube ich, das Fairste. Und jetzt essen wir mal eben aus. Und dann machen wir eine kleine Reise, eine kleine Rundtour durch den Park. Ein bisschen Chuchun. Ja. Wir sind jetzt in den Heidepark-Express rein. Nina, wir sitzen ein bisschen sehr nah aneinander, das tut mir sehr leid. Ist okay. Okay, wir machen eine kleine Rundtour mit tollen Eindrücken. Das seht ihr jetzt. Boah, ist flott. Hier rechts siehst du Kraken, heißt das. Das ist bekannt dafür, dass da ein Kraken ist. Hier ist eine Wand. Hier ist eine Treppe. Das hier ist die Schlange für den Kraken. Romantisch ist es hier. Da ist so ein Hahn, andere Menschen. Sturm. Hallo.
Das bin ich. Fürchtest dich? Ja. Gar kein Problem. Denn ich bin ja da. Muss natürlich in jedem Freizeitpark das Thema Churros. Toppingmäßig muss ich mal kurz sagen, ist hier die Auswahl auf jeden Fall ein Hauptgewinn. Ich habe da jetzt drauf Kinderschokolade. Und was dazu kam, ist noch genau so eine Soße, also so eine dunkle und eine helle Soße, so wie eine Kinderschokolade auch aussieht. Plus kleingeschnittene Kinderschokolade, da ist so ein ganzes Tablett. Und ich weiß ganz genau, wenn die heute Abend fertig sind und davon ist was übrig, dann weiß aber, bevor es weggeschmissen wird, weil das würde ich jeden Tag machen. Es sieht fantastisch aus, muss ich sagen. Es ist auch ganz schön reger Betrieb. Es ist getarnt als Waffelhaus hier, aber die Churros sind, glaube ich, das Wahre. Oh Gott, Fingerchen ein bisschen verbrannt. Kinderschokolade schmilzt auch schon da drauf. Guck mal, jetzt hier so ein schöner Dip, so ein Churro-Dip. Es ist immer meine Kritik mit dieser Schokosoße, aber das brauche ich heute nicht, denn alles schmeckt nach Kinderriegel mit Churros und das ist einfach fantastisch. Ey, das finde ich so viel geiler als nur diese Schokosachen, die wir hatten. Ich finde es auch geil, dass die so ein bisschen kompakter und kleiner sind. Das erinnert mich an die aus Spanien. Also Moviepark war schon gut, Phantasialand war okay, aber das sind jetzt bis dato meine Favorites, muss ich sagen. Auch wegen dem Topping. Also von mir, muss ich überlegen, was ich den anderen gegeben habe, damit es natürlich fair ist. Ich gebe 4,6. Das ist für mich fair. Lecker. Wir sind sehr im Park angekommen. Es ist ein sehr immersives Erlebnis, was wir hier haben. Das hier ist aber ein schneller Zwischensnack, denn wir haben jetzt hier ein Nacho- und Dip-Gerät. Ui, guck mal. Ui, das sieht doch ganz schön gut aus. Sieht aus wie ganz gut gewürzt. Ich glaube, das brauche ich nach dem ganzen Süß. Mhm, das ist ein Leckerchen. Dann die Salsa. Mhm, und jetzt? Das erste Mal in meinem Leben Nachos mit Käsesoße. 30 Jahre alt. Noch nie Käsesoße gegessen? Ne, Laktosi. Dann ist aber Kackeraschung. Nicht bei so viel. So. Nix verpasst die letzten 30 Jahre, sag ich. Das war was Persönliches. Wenn du das jetzt hier machst, ne? Oder wenn du das im Kino machst. Es ist halt eine Nacho-Box mit der Nacho-Soße und drumherum. Wir bleiben genau in der Mitte. Wir bleiben bei 2,5. Das ist genau in der Mitte. Das ist ein geiler Snack für schnell auf die Hand und zwischendurch. Besonders, das finde ich cool. Wir gehen hoch wegen der coolen Box. 2,8. Das ist ein guter Snack für zwischendurch. Kein anderer Park, wo wir bis dato waren, hatte Nachos, ne? Also so mobile Nachos. Die hatten immer alle so andere wilde Sachen. Aber heftig, wie viel Abwechslung im Food-Bereich da am Start. Ich glaube, da hat gerade jemand gepupst, aber das ist nicht schlimm. Wir gehen mal weiter und dann schauen wir mal, welche Bahn das auslöst, die Flatulenz. Ja, das bin ich. Und deswegen gibt es jetzt für Nina eine Schokobanane. Ja. Weil ich unterzuckert bin? Hä, macht ja überhaupt keinen Sinn. Komm mit! Sehr süß, muss man sagen. Die Leute aus dem Knusperhaus im Heidepark haben uns gerade die Sachen gratis mitgegeben. Das ist sehr süß. Und guckt euch mal diese irre Schokobanane an. Also langsam müssen wir wirklich mal vielleicht so mit Kinderschokolade irgendwie so ein Crossover machen, weil wir sind ja natürlich wie fast jeder Mensch, der normal ist, voll auf so Kinderschokoladenprodukten hängen geblieben. Und das hier ist eins, schon wieder mit Kinderschokolade. Seht ihr es? Du wirst so eine gute Zeit haben jetzt gleich. Lass den bitte zensieren. Ich sag dir, wie es ist, das ist die beste Schokobanane, die ich bis dato gegessen habe. Ich finde die Kombo geil. Also ich finde diesen Snack so irre. Ja, ganz klares Ding. Ich sag 4,7. Das finde ich übelst lecker. Warum jetzt 4,7? Erkläre ich kurz. Ich glaube, wenn da drunter durchgängig nur diese Milchschokolade wäre und nicht die weiße Schokolade, dann fände ich es noch einen Tick geiler. Weil weiße Schokolade hat immer so einen eigenen Geschmack, weil es ist nicht das von dem Kinderteil, sondern es ist weiße Schokolade. Das ist der einzige Hakpunkt bei mir. Aber ansonsten insane. Das finde ich richtig lecker. Aber wer dachte, das war schon alles? Ich habe natürlich auch was mitgebracht, noch für mich. Und für die anderen im Büro, denn nicht alle haben vom Oktoberfest ein Herzchen bekommen. Ihr habt zu Recht darauf hingewiesen. Dementsprechend haben wir jetzt noch mit dabei für die Leute im Büro den Windelpirat einmal. Ja. Und Opa ist der Beste. Gern geschehen. Und dann geht's weiter, würde ich sagen. Let's go, Opa. Jetzt eine ohne Zahntour. Seid ihr bereit? Ich schon. Sind die Kleinen echt? Ich dachte, die Drachen waren viel größer. Aber die sind so groß wie so ein Vogel. Da ist einer. Guck mal, die waren.
uns fährt gerade der Kraken hoch. Und hier ist ein Slushy-Automat. Der macht das automatisch, wie ein Automat. Wir testen hier Automaten. Jetzt können wir hier einen Automat testen. Ich drücke auf Start. Es gibt Blueberry, Strawberry, Cola, alles mögliche gemischt. Cola, Strawberry, alles hört sich gut an. Und ein Knopf am Ende, da steht Zufallsauswahl. Genau das wird jetzt passieren. Oh Gott, er buzzert durch. Cola Strawberry. Blue Raspberry. Auswahl bestätigen. Nö. Ich will Cola Strawberry. Ich glaube, sieht cooler aus. Er nimmt sogar einen Strohhalm mit. Wow. Strawberry. Boah, amazing. Er macht sogar noch den Strohhalm rein. Ey, danke. Willkommen im Abenteuer, steht drauf. Ich probiere. Strawberry kalt im Kopf, alles gut, aber lecker. Oh, ein Slushy macht man auch nur in so Freizeitparks, ne? Privat zu Hause, es wäre auch ein bisschen merkwürdig, aber auch vielleicht cool. Warte. Das ist Cola. Letztes Mal hatte ich einen im Moviepark. Das ist super wild, weil so Cola oder Fanta ist immer so ein bisschen Kohlensäure noch mit drin, habe ich das Gefühl. Eigentlich sollte es aus einem Likör gemacht werden. Hier fetzt es aber auch weg. Finde ich geil. Ist bei mir 3,5. Und jetzt drauf eine Pizza. Wir sind jetzt hier bei Pizza. Das ist direkt neben dem Scream Tower. Da schreien die ganze Zeit Leute, weil es ist ein Scream Tower. Ein Tower, der screamt. Das heißt, Scream, es ist ein Freefall Tower. So rum. Wir haben ein Stückchen Margarita, damit die anderen gleich auch noch mit abbeißen können. Ich mach's mal typisch italienisch und knicke zusammen. Es wird auf Hochtouren da übrigens produziert. Es wird sehr viel Pizza hier gerade weggehauen. Let's try. Die sind so dick, das finde ich geil. Viel Käse, das ist immer für alle sehr positiv, aber da ich ja das konträr zu Crispy Rob abbilde, muss ich immer sagen, ich bin ja der Tomatensoßen-Typ auf einer Pizza. Ich bin ja der Tomatensoßen-Typ auf einer Pizza und der weniger Käse-Typ, aber trotzdem, Käse nicht so aufdringlich, sehr lecker. Schön fruchtige Tomatensoße, das macht Spaß. Wie auch in der Werbung, nicht zu viel Oregano, aber dafür sehr, sehr viel Rand, ist natürlich auch noch warm. Es ist ein Leckobärtchen. Es ist, finde ich, für so eine Location eine ganz gute Pizza. Ich gehe hoch auf eine, ich glaube, 3,9. Das finde ich ganz fein. Also tastemäßig ist ein Träumchen. Wir sind fast am Ende. Stimmt doch gar nicht. Gib noch was anderes. Komm mit. Oh. Crazy. Ich sehe schon, dass ihr heute die ganzen wilden Rides mit uns zusammen erlebt. Jetzt sind wir noch in der... Alter. Haben sich alle gewünscht, denn auf den großen Achterbahnen heute zu filmen, schwierig, weil da müssen nämlich die ganzen Wahrnehmer gesperrt werden und Sonderpersonal muss kommen. Und da wir durch Corona immer noch ein bisschen unterbesetzt sind, heute wie gesagt für uns so ein Überblick. Es ist super gruselig, dass man so schwebt, ne? Sehr Kurve, Nina. Kurve. Welche? Stell dir mal vor, eine Gondel bricht jetzt so raus, dann sind wir alle dran, sind wir verbunden. Oh ja, eine Schraube ist locker. Wir haben probiert jetzt verhältnisweise alles, was jetzt hier für die Halloween-Aktion ist, so gut es geht, rauszulassen, außer es war super interessant. Deswegen gibt es noch ein, zwei Sachen hinten beim Kolossus. Das ist ein Eis und ein Curry, was wir auf jeden Fall mitnehmen wollen. Aber falls ihr was Favorisiertes habt, sagt uns doch gerne Bescheid. Wir haben jetzt das Vanille-Whisky-Eis mit Popcorn und Karamell. Da steht ein Jimi Hendrix Black Label. Das da, genau, das von denen. Ich glaube, ein Black Label ist auch gar nicht so schlecht. Aber Whisky-Vanille-Eis? Ich sag das, was die Leute auf der Achterbahn jetzt sagen. Und zwar... Nichts. Das schmeckt in der Kombination erstaunlich lecker. Popcorn mit Karamell ist auch was ich in meinem Leben nicht wusste, dass ich brauche. Aber ich brauche es anscheinend, weil ich finde es wirklich erstaunlich gut. Dieser Whisky ist überhaupt nicht aufdringlich, sondern es ist nur ganz leicht im Hintergrund. Und dazu merkt man auch, es wird halt hier frisch gemacht. Ne? Also da vorne stehen die Eismaschinen und normalerweise kannst du direkt im Fenster gucken, wenn hier die frischen Eissorten zusammengerührt werden. Das finde ich mega cool. Ich gebe eine 4,3. Ist lecker. Plain Vanille wäre noch sicker, aber das hier finde ich ein cooles, interessantes Konzept. Auch, dass man das erst ab 18 kaufen darf. Ich muss gleich noch Auto fahren. Hallo, macht jetzt überhaupt keinen Sinn. Ich darf jetzt noch Eis machen, weil, wie heißt du? Das ist Jamie. Hallo. Gerade gesehen hat und der hat gesagt, komm, mach noch schnell ein Eis mit uns. Jetzt mache ich hier mit einer sehr schnellen Brille ein Eis. Hallo. Wer bin ich?
Vettel. Das sind unsere Eismassen. Die werden von Lucellas geliefert. Das ist eine Eismanufaktur in Hamburg. Dann schütteln wir einmal ordentlich durch. Jetzt kannst du das einmal bitte nehmen. Ja, klar. Jetzt machst du bitte ungefähr ein Drittel voll vom Eimer. Das sind solche KitchenAid-Maschinen. Den ein bisschen größer dann, ne? Genau, ein bisschen größer. Dann packen wir sozusagen ein. So, und hier rührt durch. Das ist wichtig, weil unser Flüssigstoff hat auf dem Tank steht minus 73 Grad, in echt sind es so minus 100, ein bisschen mehr vielleicht sogar. Ich bin jetzt kein Experte, aber deswegen ist es auch wichtig, Handschuhe zu tragen, weil sobald das auf die Hand kommt, für länger als 5 Sekunden, dann ist es wie eine Verbrennung. Ne? Was wir jetzt machen, wir stellen, das ist unser, ich sag mal, so ein Krug, da ist unser Flüssigstoff drin, das sieht man. Ich stelle mich hier runter, das ist unser Hahn. Jetzt kannst du den Hahn einmal aufmachen. So, wie lange? Bis du das ein Geräusch, du hörst, erstmal so. Man hört, das ist wie so, als wenn es sich auffüllt. Weil wenn es jetzt überlaufen würde, haben wir alle Verbrennungen. Ne? Genau, aber das ist nicht so schlimm, weil das evaporated ein bisschen. Gar kein Problem, sagt er. So. Jeder hat gar nichts mehr, Junge. Doppelbrille. Boah, so schnell alle. Okay, bereit? Ja, bereit. Und da füllen wir schon, das ist wie eine Flüssigkeit und dieser Rauch ist das komplizierte. Je höher das wird, desto voller wird es. Ganz schön kalt im Schritt. So. Aha. Jetzt kannst du das Stück für Stück einfach reinkippen. So vorwärts? Ja, aber genau. Boah. Hey, das ist voll cool, so Eis zu zubereiten. Ja, ja, geil. Aber jetzt siehst du schon, guck mal, es wird jetzt schon langsam hart. Ihr könnt das einfach so üben. Ja, stimmt. Jetzt ist das so ein bisschen ja, wie eine Knetmasse. Genau. So, und dann guckt man halt, wie man auch, ne, so. Ob es jetzt zu fest ist, dann macht man eventuell, wenn es zu fest wird, macht man dann nochmal ein bisschen von der Flüssigkeit rein. Würdest du jetzt sagen, du würdest noch mehr reinmachen, oder? Ja, da kann noch ein bisschen rein. Also da kann noch, genau. Aber das soll man nicht immer mehr direkt machen. Meine Augen sind kalt. So, komm, jetzt rührt das weiter, dann machen wir noch ein bisschen rein. Und dann ist es auch finito. Hammer. So schnell haben wir Eis. Ey, vielen Dank, dass wir das mal mitmachen. Ja, ja, gerne. Danke. Das hat wirklich Spaß gemacht. Ja, ja. Event Gastro. Jetzt haben wir schon gegessen und bewertet, aber geht ja auch um Geschmack. Nicht um was anderes. Geh ein bisschen weg, nachher spritzt mir noch Eis ins Auge. Ne? Wir machen ein glorreiches Finale. Schlimme Blähung. Wir sitzen genau hinterm Kolossus gerade, der da einen abdampft. Aber es geht jetzt los mit der Curry Kitchen. Ich bin gespannt. Ach komm, ey, nicht jetzt eine Wespe. Ich möchte jetzt einfach nur noch mal einen Curry. Nee. Ich habe einen Kichererbsen-Curry genommen mit Kartoffelchips drin. Es ist Veggie. Wir haben dazu noch diese wilden Kekse bekommen, ein bisschen Salat und frische Tomätchen und frische Gürkchen anscheinend auch. Und ein Safranreis. Let's try. Sehr viel Flavor in dem Crunch noch mal mit dabei. Das ist sehr lecker in der Kombi. Diese Joghurtsoße, die dabei ist, ist auch ein Träumchen. Sehr lecker. Eine Sache, die ich nur nicht verstehe. Das hier ist 3 von 5 scharf. Übrigens das schärfste Gericht, was mich auch wundert, wenn man 5 hat und nur 3 von 5 aussehen kann. So ein bisschen. Was ist 5 von 5? Keiner weiß. Es ist wirklich, wirklich, wirklich gar nicht scharf. Also dementsprechend bin ich gerade ein wenig irritiert, denn ich habe mich natürlich ein bisschen auf Schärfe gefreut. Nichtsdestotrotz, guter Chip, guter Reis und der Rest auch ganz geil. Ist auch eine 4,2. Also ist wirklich gutes Food, muss ich sagen. Immer wieder spannend. Finde ich gut. Das macht Spaß. Eine Bewertung, die gibt's jetzt. Das ist das Ende des Videos. Wir haben etwas Neues gemacht, um für euch die Bewertung des wunderbaren Heideparks jetzt hier aus dem Nichts herauszuschießen. Und zwar haben wir jetzt wirklich den Querschnitt aller Bewertungen von diesem Video errechnet. Und der ist 4,01666667. Also eine 4. 4 von 5. Ein wunderbares Food-Erlebnis. Gerade auch mit diesen Special-Aktionen, mit zum Beispiel jetzt dem Halloween-Ding, mit dem Mittelaltermarkt und so. Ist ein absolutes Plus. Bahnen, wie war's? Ihr wart noch Kolossus Pflichtprogramm fahren? Ist natürlich immer gut. Ist natürlich im Heidepark immer gut. Kann man nur empfehlen. Es macht unfassbar viel Spaß. Seid ihr selber Heidepark-Fans oder auch nicht? Schreibt es in die Kommentare. Ich sag tschüss. Tschüss. Das Video ist vorbei. Ist aber nicht schlimm. Like mein Scheiß und lass ein Abo da. Guck mehr Videos. Guck mehr Videos. Mir fällt nichts mehr ein. Tschüss.